Wir haben es jetzt 14.49 Uhr und ich mache einen kurzen Break, damit ich nachher nochmal rausgehen kann. Ich habe eh gerade keine Lebenspunkte, weil ich auch vorher was aufgezeichnet hatte, um ein bisschen was zu zeigen. Da habe ich gemerkt, ey, das Video ist zu lange, deswegen hier nochmal kurz vorm. Die Dinge, die mir aufgefallen sind und ich gut finde oder die ich halt schlecht finde, die werden wir am Anfang gleich besprechen. Und zwar der Season Pass. Der Season Pass ist richtig geil. Du kriegst wieder einmal für 2000 Unmengen an Belohnungen, wenn du es denn freischalten möchtest. Da ist kein Zwang, aber ich rechne immer so, ich kaufe mir ja bloß noch seit einigen Monaten diesen Top-Auswahl-Liga-Pass. Das Beste, was du machen kannst, da kriegst du 2000 Gems und das Ding kostet ja nur 11,99 €. Das heißt, für 12 Euro kannst du diesen ganzen Saisonpass freischalten und das lohnt sich meiner Meinung nach schon. Also wer ein bisschen was investieren möchte, der macht mit dem Pass auf jeden Fall nichts verkehrt. Zumal der auch verbessert worden ist. Da sind viel, viel coolere Sachen drin. Wir haben wieder die Zerlegemesser. Wir haben sogar das Gleitschmelzen mit drin. Wir haben Jagdmarathon-Tickets, Wyvern-Gem-Shards, auch richtig cool. Natürlich ein paar nette Deko-Sachen. Und hier, seht ihr das? Das haben die bis Stufe 120 erweitert. Und das feiere ich enorm. Rüstungsteile. Ich habe sowas von keine Rüstungsteile. Und da die jetzt hier noch mit drin sind, feiere ich das enorm. Das müssten 15 Stück sein insgesamt. Vielleicht sogar 20. Das ist das zweite Mal. Ich glaube aber, die haben das dreimal drin. Und das ist schon cool, weil 15, ja, das ist das dritte Mal. Rüstungsteile, das ist schon echt geil. Ne, 20 sogar. Das lohnt sich für mich auf jeden Fall. Denn warum freue ich mich da so? Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, wie ihr schon angekündigt hattet auch. Ihr habt es mir schon geschrieben. Und ja, ihr hattet recht. Das hier ist in meinen Augen Schmutz. 10 Rüstungsteile für 1500 Gems. Das ist ja fast einmal dieser Saison, dieser Jägerpass hier oben. Also 12 Euro ausgeben für das Ding, weiß ich nicht. Und wenn du keine Geduld hast, dann kannst du überlegen, ob du das hier kaufst. Das ist noch okay. Das ist auch noch okay hier, diese Box. Aber da ich weder Tränke brauche, noch Farbbälle, ich habe es immer nur auf die Jägermesser hier abgesehen. Und ich weiß, die kosten 300. Müsste ich also überlegen, ob es mir 600 Gems mehr wert ist, mir diese Tickets noch zu gönnen. Und da sage ich nein. Denn wer so denkt wie ich, für den ist das hier besser. Das habe ich mir einmal gekauft. Weil so ein Jägermesser, wie gesagt, kostet ja 300. Bin ich bei 900. Das Ding kostet 1000. Das heißt, für 100 bekomme ich 3 Jagdmarathon-Tickets. Und das ist ein vernünftiger Preis, weil 33 Gems pro Jagdmarathon-Pass? Warum nicht immer so? Das wäre doch nett. Und das ist dann tatsächlich hier teurer als das, was ich gerade euch gezeigt habe im September-Paket. Dann haben wir Fleisch. Ich werde es mal reinschnippeln. Du kannst jetzt Fleisch braten. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, aber hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Der Effekt ist, wenn du es schaffst, das vernünftig zu braten, bekommst du ein gebratenes Steak. Und wenn du es verspeist, hast du für 5 Minuten immer wenn du einen Kampf betrittst, eine voll aufgeladene Spezialleiste. Das ist insofern cool, weil wenn du jemand bist, der bei einer Story irgendwo nicht weiterkommt, wie bei, weiß ich nicht, ich kenn's noch von Black Diablos, was habe ich den getestet und immer wieder habe ich mir gewünscht, dass wenn ich den getestet habe, die Ulti loslöse, ich den aber nicht schaffe und flüchte, dass ich beim Neustart eine neue Ulti habe. Ist aber nicht so. Ihr kennt das ja. Wenn ihr die Ulti verhaut und ihr schafft den Boss nicht oder flüchtet, dann ist ja eure Spezialleiste weg. Und mit dem Fleisch kannst du also schneller, viel besser testen, um ein bestimmtes Monster zu legen. Und das ist eben so eine Sache, die finde ich schon ganz nett. Aber wie gesagt, es ist wirklich nur nett, aber jetzt nicht der ultimative Game Changer. Ich denke, ein paar Leute von euch und ich, mich eingeschlossen, ich habe mir von diesem Brateffekt ein bisschen mehr erhofft, als nur 5 Minuten eine voll aufgeladene Spezialleiste, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Naja, aber es ist, wie es ist. So, was haben wir jetzt noch? Dann von meinen Projekten. Was mache ich jetzt? Was ist jetzt mein Ziel? Ich gehe auf die Dual Blades von Magna Malo. So sehen die aus. Schon ziemlich nett.
Ein paar von euch, also ich lese ja fleißig Kommentare, gehen auch auf diese Dual Blades. Ich weiß noch nicht, was da die beste Rüstung ist. Da ich aber aktuell keine Rüstungsteile habe, kann ich mir nur die Waffe erstmal zum reinen Spaß an der Freude gönnen, mehr nicht. Dann hat ein Kumpel geschrieben, schau dir doch mal die Waffe vom Rajang an, denn dort ist ja Detonation drauf und Streuung. Streuung ist eine neue Munition. Ich finde, die ist schwer zu spielen, weil du schießt nach oben und der Schuss muss dann erst auf das Monster knallen von oben nach unten. Bewegt sich aber das Monster in der Zeit, ist der Schuss daneben gegangen. Das heißt, bei flinken Monstern ist die Waffe also eigentlich schon mal crap. Aber dieser Detonations-Donnerschaden, wir kennen die ja noch von der LBG, die macht ja Crit unabhängigen Damage. Das heißt, hier sollte es ja eigentlich völlig egal sein, ob da Affinität minus 30 ist. Das ist egal, oder? Weil der Damage ist ja eh immer derselbe. Oder wird er vorher noch mit irgendwie eingerechnet, um dann diesen Standardschaden zu verursachen? Ich glaube nicht. Müsste man testen, wer da besserer Bescheid weiß oder Ahnung hat, kannst mir gerne reinschreiben. Aber das ist so ein Projekt, da sehe ich mich dann auch nochmal. Zeigt mal den Schuss hier. Bob, Detonation. 1000, 1000, 1000. Ich mag Detonation. Vor allem, du startest auch direkt mit Deto. Richtig geil. Und dann versuche ich mal, Streuung zu zeigen. So. Jetzt schießen wir nach oben. Und treffen das Monster. Es sieht aus wie Flächenschaden, aber das ist nämlich aber auch genau das, was ich nicht so geil finde. Ich weiß nicht, was ich hier noch reinschneiden kann. Ich habe heute früh meine Aufnahme gemacht mit meiner Heavy Bowgun. Ich habe es noch nicht geschafft, auf 10 zu kriegen, weil mir Flussfahne fehlen. Ein Level 1 Item, richtig crap, aber es ist nun mal so. Habe ich da nicht drauf aufgepasst. Nichtsdestotrotz, ich finde, die ist gut, weil ich jetzt den Anjanat-Schwanz wieder abcutten kann. Das habe ich schon probiert. Das klappt ohne größere Probleme. Also von daher pushe ich die auf jeden Fall auf 10,5. Der Nachteil ist aber, bei so flinken Monstern wie einem Gyros zum Beispiel, ich habe da 3 Tränke verbraucht, weil ich einfach nicht weit genug ausweichen konnte, was mich überrascht hat. Das habe ich mit der LBG immer geschafft. Und der ist halt zu schnell. Das heißt, das Nachladen ist ja schon ein Ticken langsamer als bei der leichten Bowgun. Und das ist eine Umgewöhnung. Daran muss ich mich bestimmt erstmal gewöhnen. Aber solange ich das nicht geschafft habe, mich daran zu gewöhnen, mache ich Fehler. Und Fehler machen heißt Tränke verschleißen. Und das ist halt, das ist nicht so cool. Das ist echt nicht so cool. Und was mir auch aufgefallen ist, das perfekte Ausweichen wird halt nicht so richtig belohnt. Es sei denn, du hast da so krasse Schüsse drauf, wie jetzt hier Streuung. Weil du kriegst nämlich, wenn du perfekt ausweichst, nur einen einzigen Schuss zurück. Und bei der LBG ist es so, dass du die gesamte verbrauchte Schussleiste wieder aufgefüllt bekommst, wenn die leer ist. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also muss man gucken, wie viel Bock das macht. Aber ja, so erstmal dazu. Und dann gehe ich jetzt aufgrund dessen, weil ich diese LBG nicht so gut beherrsche, auf meine Rüstung. Und da springe ich mal wieder auf mein Handy zurück. Ich gehe mal hier auf Ausrüstung und gehe mal auf meine Heavy Bowgun. So sieht sie aus. Naja, sieht auch nicht so episch aus. Ehrlich gesagt sieht es aus wie so ein Kinderspielzeug. Aus Pappe kreiert und angemalt. Muss ich mal ehrlicherweise sagen. Da gibt es schon coolere Kniften, aber ich will mich nicht beschweren. Ja, und ihr seht, meine Verteidigung ist jetzt bei 817. Ich habe meine 10 Rüstungsteile, die ich noch hatte, dafür ausgegeben. Oh, hier brauche ich auch Flussfahne. Das ist so bitter. Jetzt muss ich echt dieses Stufe 1 Item farmen. Und bei Paunomu, was fehlt mir dort noch? Da fehlen mir die Pelze. So, dann habe ich die auf 9,5. Also die gesamte Rüstung pushe ich auf 9,5. Das kann ich schon mal sagen. Und dann bin ich richtig schön geschützt und kann ein wenig mehr rumprobieren. Denn ich habe echt keinen Bock, mir Tränke zu kaufen. Es ist einfach so. Und wäre schade, wenn ich jetzt gerade am Anfang Lust habe, aber nicht spielen kann.
Und ich habe bloß noch 6 für heute. Die 25 geschenkten und auch vielleicht dann gekauften, die mal in Paketen drin waren, die möchte ich mir noch aufsparen. Aber würde sie jetzt am Anfang trotzdem auch ausgeben. Tja, was sonst noch? Das Rajang-Jagen macht mir ultra viel Spaß. Ich finde, Agnosum ist halt, ja, der ist halt schön einfach. Hab mich aber auch ein paar Mal getroffen, weil ich nicht richtig sehen konnte, ob der jetzt nach vorne rennt oder den Feuerball auf mich speit. Und oft sehe ich ihn einfach nicht, diesen Feuerball auf mich spucken. Check ich zu spät. Und dann bekomme ich Schaden und denke mir, hey, was war denn das gerade? Ansonsten ist der aber nicht so schwer. Ich finde, von den drei neuen Monstern ist der Magnamalo am übelsten. Gerade mit der LBG ist der zwar nicht so hart zu besiegen, wie vielleicht im Nahkampf. Weil der hat die blöde Angewohnheit, dass wenn du im Nahkampf dran bist, der macht ja um sich herum so ein Flächendamage. Das ist, glaube ich, für diejenigen, die wirklich als Nahkämpfer geeignet sind, sehr schwer da rauszukommen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Und für die LBG ist es angenehmer, aber ich finde, der ist sehr agil. Und bei der Hauptspielreihe, bei Monster Hunter Rise zum Beispiel, da habe ich gar keine Schwierigkeiten gegen den. Aber hier sehe ich es zu spät, wann seine Attacken kommen, ob mich trifft auf der Schwanz. Oder wenn er nach vorne rennt, macht er dreimal so einen Ansturm, ähnlich wie Odogaron. Der hat ja auch manchmal so Phasen, wo er so dreimal schnell angreift und du kannst eigentlich nur ausweichen. Und wenn du das vorher nicht weißt, na dann kriegst du halt Schaden. Die letzten Versuche haben ein bisschen besser funktioniert, da war ich dann öfter am Ausweichen und da war die Zeit trotzdem okay. Also einen Neuner müsste ich hinbekommen, würde ich aber eher meiden. Und der geilste ist Rajang. Der ist ja mit dem Kushala-Bogen so easy, dass ich sogar kurz gedacht habe, ein 10er wäre möglich. Ich würde so gern mal einen 10er probieren, aber ich kann mir vorstellen, dass man tatsächlich einen 10er Rajang solo mit dem Kushala-Bogen legen kann. Weil die kürzeste Zeit für einen 8er waren 18 Sekunden ohne Ulti. Das ist fett. Und man kann ja so hochrechnen. 18 mal 2 sind 36, mal 2 sind 72. Die Monster haben ja in der Regel auch pro höherer Stufe immer nur doppelt so viele Lebenspunkte. Und deswegen kann man das ja eben gut abschätzen. Das Problem ist aber, du müsstest denn halt Rajang immer treffen. Und zwar immer volle Pulle mit seiner Schwachstelle. Ob das bei einem 10er so einfach ist, weiß ich nicht. Aber der 9er ist super angenehm. Manchmal trifft er mich, dann ist das so. Aber oft ist es ein sehr angenehmer Kampf, dass ich selbst gegen einen 9er keine Schwierigkeiten habe. Das ist die größte Überraschung. Das heißt, den zu farmen ist für mich das Beste aktuell. Den werde ich jagen. Vielleicht schaffe ich jeden Tag 50, aber ich glaube nicht. Heute bin ich bei 25, habe keinen roten bekommen. Ich habe auch generell nur einen einzigen normalen roten bekommen. Und dabei habe ich einiges gelegt an Monstern. Das ist also auch nicht so viel Glück heute gewesen. Und das ist meine Einschätzung. Das ist mein bisheriger Tagesverlauf gewesen. Also es macht Bock, ist ja auch klar. Gerade am Anfang hat man immer Lust. Und ich bin gespannt, wie lange sich das dann hält. Und ob ich dann nochmal auf neue Waffen gehe. Ihr könnt mir auch mal reinschreiben, auf was ihr geht. Ist denn die Rajang Heavy Bogan so cool, wie ich mir denke, dass sie cool ist? Oder gibt es da doch bessere Alternativen? Also haut's mal rein. Ich vergleiche es gerne. Und euch dann noch schönes Jagen, schöne Woche und Rinde und Tschüss.